So, und damit dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück, wenn ich gar kein Bild habe. Oh, das ist interessant. Ich springe mal ganz kurz. Ah, okay, da ist das Bild. Da ist das Bild. man muss auch umwechseln, ne, die Szene. Egal, es hat noch geklappt. Es hat noch geklappt und wir können loslegen. Ich muss schauen, wir sehen, ich dachte erst so, für so eine Außenansicht, aber sind wir nicht. Jetzt schon, aber wir sehen nichts. Also der Sandsturm ist gerade echt heftig. So richtig heftig. Und unser kleines Schiffchen ist irgendwie, keine Ahnung warum, anscheinend designtechnisch irgendeinen Preis bekommen möchte. Ja, das hat noch einiges zu tun. Zumindest mit die Sonne schon was. Schon heftig, ne? Ja, egal. So. Danke an Flussfahrt für die Info, dass die Atmosphäre hier sehr, sehr früh aufhört. Deshalb werden wir mal ein paar Triebwerke noch mit installieren. Jetzt bin ich halt nur im Grübeln. Welche? Ja. Ich glaube, das Kleine müsste schon fast reichen, ne? Ja, schon eine Idee. Ja, ganz hinter oder nicht? Ah, so hätte es auch was, ne? Ja, machen wir es so. Da. Wir machen das einfach so. Genau. Besser. Dann kann ich das nämlich da an der Stelle machen. Jetzt haben wir die Sache. Ich erinnere mich nur. Es hat sich nach Gewitter angehört. Und Gewitter ist eigentlich auf Planeten nie gut. Das ist so ein No-Go. Da hinten kam weiter Blitz runter, ne? Welche nehmen wir? Ja, kommen wir dem eins davon. Würde ich sagen. So. Ich möchte nicht das hier. Ich möchte. Das finde ich jetzt ein bisschen kacke. Ehrlich gesagt. Ah, das hätte schon was, aber es passt halt nicht. Ja. Müssen halt die nehmen. Man nimmt halt, was man kriegt, ne? Da muss aber das hier noch her. So, was fehlt denn? Großes Stahlrohr. Okay, großes Stahlrohr. Warte. So. Großes Stahlrohr, da ist welches. Sehr gut. Ja, wenn vorsichtshalber, falls aus der Atmosphäre rausgetrieben werden, weil vielleicht irgendwie versuchen auszuweichen oder irgendwas, dann haben wir zumindest diese beiden Triebwerke, damit wir irgendwie navigieren können. Die könnte man auch noch so. Ja, das machen wir auch. Was
so vom Winkel her. Dann geht das halt dahin. Einfach nur vorsichtig, aber die brauchen ja sonst keine Energie. Wir können die auch alle gruppieren, dass die halt entsprechend nicht dauerhaft an sind. Ja, das könnte man machen. Ja, das passt schon so. Vielleicht hier noch irgendwo. Na, stimmt, eigentlich hier, genau. Genau. Machen wir hier. Also so eins nach hinten versetzt. Wobei da hinten, das geht ja auch. Ja, machen wir so. Ist besser. So. Dann kann ich auch eigentlich in fast alle Richtungen navigieren. Aber vielleicht haben wir dann doch noch eine andere Verwendungsrichtung, oder? Entschuldigung, vor allem Frosch im Hals oder Kloß im Hals. Frosch im Hals. Verdammt, ja, jetzt ist die Sache, was von beiden sagt man, ne? Manchmal ist das jetzt so, also Sprichwörter sind echt nicht so meins. Ich vergesse die meisten und verwurschtel die immer. So. Das sollte aber. Was ist das da? Es kommt nicht näher. Wir brauchen einen Schildgenerator auf jeden Fall. Wobei, ist mir eigentlich egal. Naja, ist eigentlich nicht egal. Wir brauchen einen. So. Genau, ich brauche einmal den hier. Und den Shield in Mitte. Ja, und hier ein bisschen anders. Hier so dazwischen, würde ich sagen, genau. Das ist aber richtig viel Platz, ne? Ja, das ist für den Controller da so hin. Genau. Sehr schön. Ich hoffe, das passt dann soweit. Dann stellen wir hier kurz die Triebwerke ein. Achso, halt. Erstmal ganz kurz. Hier, Bastelschiff, genau. Ja, das macht es eigentlich einfacher, stimmt schon. Okay. Das geht schnell. Ist nicht sein Uran auch schon drin? Ja, nicht viel. Okay, nicht viel. Aber ich will jetzt wegen Schilder den Ionentriebwerken hier gucken. Ionentriebwerke, da haben wir sie. Das sind da, ne? So. Schön alles hier beschreiben. Wunderbar. So, gucken wir hier nach Shield. Da ist es schon. Ich würde es gerne dauerhaft sehen. Oder? Ja, nee, muss ich sein. Mal wieder und packen ein bisschen mehr Uran um. So. Dann hätten wir das. Ach, jetzt habe ich gar nicht die Dinger um. Ist egal. Ich gehe direkt an die Reaktoren ran. Das ist vielleicht die einfachste Variante. So. Schauen hier Uran. Da haben wir noch ein bisschen was. Da machen wir 30. Mehr Reaktoren habe ich auch nicht dran gebaut, ne? Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich denke, es sollte reichen. So, dann gucken wir doch mal. Oh! Wir haben gar keine Triebwerke für den Vorwärtsflug, sehe ich gerade. Ja, die haben wir irgendwie komplett vergessen. Na toll. Stimmt, ja.
die Ionentriebwerke. Das war so doof. Das war so doof. Haben wir es beschädigt? Ich hoffe nicht. Eieiei. Okay, zumindest passt das jetzt. Ja. Wir haben auch keinen zum Bremsen, sehe ich gerade, ne? Nur die Ionentriebwerke. Atmosphärentriebwerke, gucken wir nochmal. Da gibt es hier nicht so coole Formen wie bei den anderen. Eigenartig, ne? Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal T1-Triebwerke. Das müsste ja reichen. Genau, da sollten dann. Achso, die Sache, reichen die großen? Reichen sie nicht? Reichen doch auch die kleinen aus? Ja, muss halt nicht genug Platz da, ne? Immer. Mhm. Das könnte vielleicht ein Problem werden. Oder man setzt es unten drunter, ne? Das ging ja halt auch. Genug Platz haben wir unten drunter. Dass man sagt, okay, hier, guck mal. Da, entsprechend. Dann hier oben auch noch. Und bremsen, tja. Könnte man daneben setzen, ne? So, das war dann theoretisch. Zwei hier und zwei auf der anderen Seite. Ich denke, das passt, oder? Testen wir es gleich mal aus. Geht doch. Springt schnell an. Hier vorne war der Krater. Ah, Reaktion war jetzt auch ganz okay. Bremsen. Ja, okay. Da ist noch Bedarf beim Bremsen. Na, egal. So, die bilden Repair-Systeme. Siehst du? Nein, nicht parken. Ach, Mann. Müssen wir noch einschalten. Hier. So, Flugmodus. Das. Auch nicht. Genau. Und dann kann er Hitze legen. Das Problem ist jetzt bloß, wir haben halt viel zu viel Zeit. Ne? Denn das Ding hier, das wird ewig dauern, bis das jetzt hier, bis das hier zerlegt ist. Also wir haben viel zu viel Zeit, in der wir jetzt irgendwas anderes machen müssen. Naja, während er hier das zerlegt, können wir ja weitermachen. Er fliegt weg, das finde ich sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Ja, ist auf jeden Fall angenehmer. Brauche ich mir da keine Gedanken machen. Okay. Das war auch nicht funktioniert. Wunderbar. Sehr schön. Das macht es natürlich wirklich um ein Vielfaches einfacher. Ich packe mir die ganzen Ressourcen da rein. So, sieh einer an, ne? Da haben wir doch gerade was. So.
Ja, von der Riesen wohl viel zu tun zu haben, ne? Ja. Sie wandelt gerade Uran um, was wir wohl, glaube ich, am wenigsten brauchen. Vielleicht sollten wir da mal Upgrade-Module installieren, aber ist auch egal eigentlich. Also zumindest im Moment. Kann man hier weiter basteln. So. Aber ich würde sagen, das machen wir dann einfach beim nächsten Mal.